In einem malerischen Dorf, eingebettet in sanfte Hügel und umgeben von flüsternden Wäldern, beschloss einst ein rätselhafter Philosophieprofessor, der nicht nur für seine Weisheit, sondern auch für sein theatralisches Flair bekannt war, die charmanteste kleine Schule des Dorfes zu besuchen. Die Mauern dieser Schule waren mit Efeu geschmückt und die kopfsteingepflasterten Wege hallten vom Lachen und den Schritten der unschuldigen Jugend wider. An dem schicksalhaften Tag seines Besuchs versammelten sich die Kinder in ihrem Klassenzimmer, ihre Gesichter waren von neugieriger Erwartung geprägt. Die Sonnenstrahlen fielen durch die Fenster und verliehen der Silhouette des Professors einen ätherischen Schimmer. Mit einem schelmischen Funkeln in den Augen und einem theatralischen Schritt stellte er ein makelloses, kristallklares Glas auf den verzierten Holztisch. Es war nicht irgendein Glas, es glitzerte, als würde es die Essenz der Geheimnisse einfangen, die er enthüllen wollte. Aus einem Samtbeutel holte er Steine hervor, keine bloßen Felsen, sondern schimmernde Edelsteine, von denen jeder mit Geschichten aus der Ferne schimmerte. Er legte sie in den Krug, und die Kinder schauten gebannt zu. War der Krug voll? Natürlich glaubten die Kinder das, aber der Professor enthüllte mit dem Schwung eines Zauberers eine Kaskade glitzernder Kieselsteine, wie Sternenstaub vom Himmel. Die Kieselsteine tanzten um die Edelsteine herum, füllten die Lücken und schlossen sich dem himmlischen Schauspiel im Inneren des Glases an. Aber das Spiel war noch nicht zu Ende. Aus einem anderen Beutel holte er den feinsten goldenen Sand hervor, der wie ein Fluss der Träume in den Krug floss. Und gerade als die Kinder glaubten, der Krug könne nicht mehr tragen, zauberte er einen Kristallkrug, der mit dem reinsten Wasser gefüllt war und an die sanften Bäche aus den Märchen des Dorfes erinnerte. Dieser Krug, begann er mit einer Stimme, in der die Wärme eines knisternden Kaminfeuers widerhallte, ist der Wandteppich unseres Lebens. Die schimmernden Edelsteine, sagte er, sind unsere Liebsten und Träume, die unserem Leben einen Sinn geben. Die glitzernden Kieselsteine? Sie stehen für unsere Sehnsüchte und Leidenschaften. Der goldene Sand steht für die kleinen Freuden und Sorgen des Lebens. Und das Wasser, der Nektar des Lebens, zeigt, dass, egal wie voll unser Leben zu sein scheint, es immer Platz für gemeinsame Geschichten bei einer warmen Tasse Tee gibt. Seine Worte schwebten durch den Raum, zogen alle in ihren Bann und erinnerten sie daran, dass es im Leben nicht nur darum geht, unsere Tage mit Aufgaben zu füllen, sondern unsere Leinwand mit Liebe, Leidenschaft, Träumen und unzähligen Tassen Tee zu bemalen, die wir mit den Menschen teilen, die wir lieben. Und als die Sonne sich verabschiedete und den Himmel mit den Farben der Dämmerung bemalte, gingen die Kinder, deren Herzen voller Geschichten von Edelsteinen, Kieselsteinen, goldenem Sand und kristallklarem Wasser waren, eine Lektion, die sie ein Leben lang mitnehmen würden. Und so wurde die Legende des rätselhaften Philosophieprofessors und seines magischen Gefäßes durch die Winde, Flüsse und Wälder des Dorfes geflüstert, für immer und ewig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Geschichte handelt nicht nur von einem Gefäß und seinem Inhalt, sondern ist vielmehr eine Fabel über das Leben selbst. Stellen Sie sich, wenn Sie wollen, ein Gefäß vor, das unserer eigenen Existenz ähnelt. Es mag endlich erscheinen, doch in ihm liegen unendliche Möglichkeiten und grenzenlose Geheimnisse. Die schimmernden Edelsteine sind die Eckpfeiler unserer Reise. Sie symbolisieren die geschätzten Momente, die gefühlvollen Leidenschaften und den Herzschlag, die unser Wesen ausmachen. In unserer Eile, unser Leben auszufüllen, müssen wir sicherstellen, dass diese Edelsteine, diese unbezahlbaren Momente, Vorrang haben, denn sie sind das Herz und die Seele unserer Geschichte. Die glitzernden Kieselsteine hingegen stehen für unsere vielen Bestrebungen, Ziele und Bemühungen, die unserer Existenz Farbe und Dimension verleihen. Sie nehmen Räume ein und erinnern uns daran, dass wir zwischen den entscheidenden Momenten des Lebens Bestrebungen und Träume haben, die den reichen Wandteppich unseres Seins weben. Und der goldene Sand, er ist sowohl die Freude des Lachens als auch der Schmerz des Kummers. Er sickert in die Zwischenräume und erinnert uns daran, dass jedes einzelne Körnchen, ob ein Moment der Freude oder der Herausforderung, zum Kunstwerk unserer Existenz beiträgt. Und schließlich lehrt uns das kristallklare Wasser eine tiefe Lektion. Ganz gleich,
wie voll unser Leben zu sein scheint, es gibt immer Platz, immer Raum für Verbindung, für gemeinsame Geschichten, für Momente der Reflexion und für die Einfachheit einer gemeinsamen Tasse Tee. Am Ende dieser Geschichte möchte ich Sie, liebe Zuhörer, daran erinnern, dass es im Leben nicht darum geht, jede Ecke mit irgendetwas vollzustopfen, sondern dafür zu sorgen, dass das, womit wir es füllen, wirklich wichtig ist. Es geht um Gleichgewicht, Harmonie und darum, den Wert jedes Elements zu erkennen, das wir in unser Leben einbringen. Und jetzt, da die Sonne unter den Horizont sinkt und die Sterne sich anschicken, die Nacht zu schmücken, möchte ich Sie bitten, über Ihr eigenes Gefäß nachzudenken. Setzen Sie Ihre Edelsteine in den Vordergrund, schätzen Sie Ihre Kieselsteine, schätzen Sie jedes Sandkorn und vergessen Sie niemals die beruhigende Essenz des Wassers. Bis sich unsere Wege wieder kreuzen, möge dein Gefäß ein Gefäß der Bestimmung, der Liebe und der endlosen Wunder sein. Lebt wohl!